Jo, was geht? Ihr schaut Macklins Blog und willkommen zu einer weiteren Review und heute mal wieder über eine Split, schwache Nerven und Streit. Wie immer, ich sag gleich erst was zum Artwork und kurz zur Länge und gehe dann in einzelnen separaten Teilen auf die jeweiligen Seiten für die jeweiligen Bands ein. Viel Spaß! Die Split der Bands Schwache Nerven und Streit kommt auf ganz vielen Labels raus und ich werde mir nicht alle merken können, deswegen sage ich einfach keine hier an. Pech gehabt für die Labels, tut mir leid. Die Streitseite kommt mit 11 Songs her, geht ungefähr 18,45. Die Schwache Nervenseite kommt zwar mit 15 Songs her, geht aber knapp 11,30. Damit dürfte schon einigen Leuten klar sein, wohin die Reise bei beiden Bands jeweils geht. Und artwork-technisch ist das Ganze sehr, sehr solide. Auch für das Genre hier mit diesen Messern. Jetzt nichts unglaublich Spektakuläres, aber definitiv eins der oberen Artworks. Die Rückseite finde ich tatsächlich noch einen Tacken schöner. Es gibt leider kein richtiges Booklet, sondern nur einen Einschuber. Hier möchte ich kurz noch hervorheben. Schwache Nerven haben ihre Texte sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ins Booklet gepackt, damit man die jeweils nachlesen kann. Finde ich eine gute Idee. Musikalisch liefern Streit auf ihren 11 Songs sehr soliden, sehr, sehr guten Hardcore-Punk ab. Das funktioniert alles schön. Die Song-Arrangements sind gut. 11 Songs, 18,45 finde ich fantastische Länge. Die Produktion ist gut. Die Klangfarbe der Stimme funktioniert astrein. Da ist nichts auszusetzen. Gesungen wird auf Englisch. Textlich, was ich cool finde, ist es nicht, dass man sich da sehr selbstreferenziell, irgendwie wie es bei viel Hardcore-Punk ist, auf diese sogenannte Hardcore-Szene beruft, sondern Streit machen keinen Hehl daraus, aber das gilt auch für Schwache Nerven, dass man aus einer linken bis linksradikalen DIY-Szene kommt und man nimmt sich eben Themen daraus an. Es gibt natürlich Songs über Überwachung bzw. soziale Kontrolle. Es gibt auch einen Song irgendwie über Kleinstadt-Punk, was man da fühlt, wie man sich da in der Realität einfach als junger Mensch zurechtfindet. Finde ich cool. Es gibt sehr, sehr viele klar politische Texte. Es gibt einen Song, da dachte ich, cool, vielleicht ein Billy Bragg-Cover, There's Power in the Union, der sich wirklich, wirklich kritisch mit Gewerkschaften auseinandersetzen kann, wo man durchaus in der Linken sagen kann, gut, das ist zu diskutieren, das ist auch von manchen Aussagen vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, aber das sind Hardcore-Songs. Ich finde es cool, dass man sich da vielleicht auch austauschen kann, dass da gewisse, vielleicht natürlich vereinfachte, aber andere Positionen und Blickwinkel, auch andere als meine zum Beispiel, rauskommen. Finde ich aber spannend, finde ich schön, soll es geben in so einer Szene und deswegen sehr, sehr guter Hardcore-Punk. Wer Sachen wie Kids Insane etc. mag, wird auch mit Schwachen Nerven, mit Streit musikalisch definitiv was anfangen können und textlich ist es auf jeden Fall nochmal sehr viel spannender als sonstiger Hardcore-Punk. Schwache Nerven prügeln dann mit ihren 15 Songs in 11 Minuten einfach eigentlich auf einen ein und machen Power Violence gemischt mit Hardcore-Anleihen hier und da. Und Heidewitzka, es funktioniert großartig, das ist nochmal viel, viel besser als die letzte schon sehr starke Platte von Schwache Nerven, denn es ist produktionstechnisch ein absolutes Brett. Das ist knallt richtig, das macht richtig Spaß, es zu hören, wenn man sich auf so Musik einlassen kann. Song-Arrangement-technisch finde ich es auch cool. Es gibt nicht so viele Songs, die nur so 15 bis 20 Sekunden sind. Die meisten sind so 45 bis 50 Sekunden, manchmal auch mal eine Minute mit einem Skit. Aber das macht Laune, das ist richtig, richtig cool. Und das liegt nicht auch zuletzt daran, dass Schwache Nerven neben diesem ganzen musikalischen Ding einfach coole Texte schreiben. Auf der einen Seite gibt es Sachen wie Selbstzweifel. Es gibt aber auch Songs, die ich versuche aufzubauen, indem man singt, naja, auch wenn du dich selber wertlos fühlst, irgendjemand nimmt Anteil an dir und du bist jemandem wichtig und bedenke das und das ist doch was Gutes. Gleichzeitig hat man eine gewisse Art von Humor, wenn man über Kaffee singt oder sonst auch mal so einen selbstironischen Blick auf das, wo man szenereferenziell wird. Und das funktioniert, das macht Spaß und es gibt dem Ganzen einfach so ein ganz eigenes Paket, was mega, mega gut ist und wovon ich mir wünschen würde, dass es mehr so Bands in diese Richtung gibt, die einfach schlau, akzentuiert und geil einen wegballern. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich finde es eine tolle Scheibe. Kann eben nur empfehlen, wer Power Violence oder auch 80er Jahre Hardcore mag und damit klarkommt, dass man so ein bisschen angekrunzt wird oder richtig schlimm angeschrien wird, der hört da mal rein. Bis dahin, hau rein.